Ein typisches Problem, zu dem ich noch keine Videos im Internet gefunden habe, zumindest nicht auf Deutsch, ist folgendes. Wir haben eine sehr flache Oberfläche und haben einen Claystrip Brush. Wir malen drauf rum und haben unten Löcher. Um das zu verhindern, gehen wir hier in den Toolbereich, dort bei Brush Settings, Advanced, Front Faces Only. Somit wird er die unteren Flächen in Ruhe lassen und sie nicht zusammenmergen, weil der Radius unseres Claystrips zu groß ist. Ab sofort nimmt ihr nur noch alles, was mit Enormous nach oben gerichtet ist, und den Rest lässt er in Ruhe.